Mit richtig viel Tamtam hat Audi sich in Las Vegas am Vortag der Eröffnung der CES präsentiert. Schauspieler Kunyal Nayar aus der Serie Big Bang Theory machte den Auftakt zur Keynote von Audi-Chef Rupert Stadler. Das wohl am häufigsten gefallene Wort war Connected Car. Kein Autohersteller kommt um die Vernetzung von Fahrzeug und Mensch herum. Die Ansätze sind unterschiedlich, aber auch bei Audi geht es nicht ohne Partner wie etwa Google oder Hardwareanbietern und Telekommunikationsunternehmen. Nee, das ist heute deutlich komplexer geworden, auch weil die Welt größer geworden ist und doch wieder enger zusammenwächst. Standards in China sind wieder andere wie in Korea und in Korea wieder andere wie in den USA und die anders in Europa. Also das Geschäft ist komplex geworden und Sie müssen dort versuchen, möglichst offen an die Gewerke ranzugehen. Nur dann treffen Sie wirklich auch die Kunden und das ist ja unser Ziel. Dass Audi auf der einen Seite langlebige, qualitativ hochwertige Autos anbietet, der Entwicklungszyklus im Elektronik- und Softwarebereich auf der anderen Seite immer kürzer wird, sieht der Audi-Chef nicht als Widerspruch. Ich meine, dass wir gute, qualitative, langlebige Autos bauen, das ehrt uns und das ist auch richtig so. Das interessiert den Kunden, das sind Restwertthemen. Aber dass wir in der Kommunikationstechnologie heute unheimlich schnelle Innovationszyklen haben und wir in der Automobilindustrie dafür sorgen müssen, dass wir dort, ich sag mal, updatefähig sind, dazu dient auch unser Besuch hier, weil wir uns hier mit Partnern vernetzen. Eine weitere Entwicklungsstufe des pilotierten Fahrens und Parkens wurde vorgestellt. Noch vor einem Jahr brauchte die Technik den gesamten Kofferraum eines Fahrzeugs. Heute ist sie geschrumpft auf eine tabletgroße Platine. Technisch keine Zukunftsmusik. Noch in diesem Jahrzehnt soll die Serienreife erreicht werden. Allerdings müssen noch die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Ja gut, wir sind ja in Diskussion mit Gesetzgebern, mit Versicherern, mit verschiedenen Stakeholdern, die wir dazu brauchen. Wir müssen ihnen natürlich auch erstmal, ich sag mal, zeigen, was denn technologisch heute alles möglich ist, wo wir dann vielleicht auch, ich sag mal, positive Effekte leben werden für die Versicherer, dass man dort einfach mehr Sicherheit, mehr Komfort in die Fahrzeugstrukturen reinbekommt. Und dann werden wir sehen, in welcher Zeitdimension das machbar ist. Ein echtes Highlight gab es auch noch, das Audi Sport Quattro Konzept von der IAA. Jetzt allerdings in Rot, mit LED-Matrix und zusätzlich Laserlight ausgestattet. Im Innenraum eine neue Display-Generation, gesteuert über das weiterentwickelte, aber vereinfacht zu bedienende MMI, kurz für Multimedia Interface. Für die bisherigen Innovationen wurden Stadler und seiner Mannschaft gleich 4 Connected Car Awards von Autobild und Computerbild durch Verlagsgeschäftsführer der Axel Springer SE, Dr. Hans Hamer, überreicht. Ein richtiger Big Bang war die Keynote nicht, aber Stadler hat gezeigt, was möglich ist bei Audi und was, wie er sagt, sich Audi-Fahrer auf der Welt von einem vernetzten Fahrzeug vorstellen und wünschen. And we don't stop with adding hardware to the product.